Freunde, heute mache ich mein Hockermalch Ernte aus. Ich zeige euch, wie ich Popcorn mache. Und hier sieht man, wie der Popcornmalch aussieht. Hier sieht man ganz kleine und breche den mal ab. Und hier sieht man wunderschön Popcorn. Und die tue ich noch alle wegmachen. Dann lege ich hier oben auf den Tisch zum Trocknen. Und später mache ich in Pfanne zeigen. Hier war auch wieder Popcorn meist. Genau richtig ist, so soll das sein. Nehme hier und im Ecke. Oh, Entschuldigung. Und so ist er genau richtig, so soll er sein. Auch hier sieht man, dass er gut bereift ist. Nehme ihn auf. Klein, aber fein. Die sind gut durch. Hier ist er auch reif. Man sieht es hier gut durch. Wunderschön durch. Ja. Genau, macht nichts so oberflächlich. Hier, ob ich es essen kann. Auch hier sieht man, der ist durchgewachsen, richtig so. Und so sieht Popcorn meist aus. Stolz muss man sein. Heute erst einmal die Banane. Auch hier sieht man, an die Blüte oben sind gut. Das sieht gut aus. So sollte es sein, der Popcornmaus. Was man das hört, so sieht das Popcornmaus aus. So soll es sein. Hier bin ich auf der Terrasse angekommen. Und zeige euch den Mais auszupacken, wie er aussieht. Und ich packe den Popcorn aus. Und so sieht der Popcorn mal aus. Hier haben wir auch noch einen kleinen. Da oben heißt, die haben verstäubt Blüte. Die sieht echt gut aus im Moment. Gut reif. Und sieht echt gut aus. Hier haben wir noch gut gewachsen.
So soll Popcorn aussehen. Sieht gut, echt gut aus. Echt. So wollte es eigentlich das. So wollte ich es eigentlich haben, wie ich die Popcorn. Sieht echt gut aus. So, hier ist nochmal ein kleiner, der letzte. Sieht auch gut aus. Ich lasse die jetzt trocknen. Popcorn. Grüßen gehen raus, Kerstin. Und wenn euch die gefallen hat, Daumen nach oben. Eure Michi. Ciao, bis nächstes Mal. Ciao.